Hallo, liebe Menschen. So, einen Tag später und da bin ich schon wieder. Ja, ich wollte erst mal verkünden, dass ich es jetzt endlich geschafft habe, im Moment aktuell alle Nachrichten zu beantworten, alle Kommentare. Also manche haben, ich habe dann auch gesehen, manche Kommentare waren schon 6 Tage alt. Und ja, entschuldigt bitte, dass ich diesmal mal ein bisschen länger gebraucht habe. Und ein Kommentar, habe ich eine Benachrichtigung bekommen. Hallo Rosi aus der Oberlausitz. Das habe ich dann geöffnet und es war weg. Das war, glaube ich, das, was 6 Tage alt war. Und das konnte ich leider nicht komplett lesen. Tut mir leid. Also vielleicht hast du es auch selbst gelöscht. Vielleicht war wieder irgendein Wort drin oder ein Link oder was weiß ich. YouTube löscht auch einfach mal irgendwie Kommentare. Einfach so. Also ich habe in letzter Zeit keinen Kommentar löschen brauchen. Da war nichts, da war kein Angriff oder so. Und ja, kommt manchmal, bei dem Blutgruppenvideo ist es manchmal lustig, ja. Das gefällt natürlich denen gar nicht, dass man da mal davon geredet hat, dass die Spritze was ganz anderes ist, als es so die Ärzte erzählen. Dass das so sein könnte, ja. Das muss ja jeder für sich selbst rausfinden. Und aber das passt denen gar nicht und das hat auch schon ein bisschen ein paar mehr Aufrufe, das ist ein Thema, was doch mehrere interessiert, was auch wichtig ist, ne? Darüber mal nachzudenken, ob es, welche Informationen die Fehlinformationen sind. Und da gibt es auch öfter mal Angriffe oder irgendwelche dämlichen Kommentare, so trollmäßig und ja, so die verschiedensten Sachen. Da nehme ich das dann auch manchmal einfach raus, weil in meinem Kanal mag ich es nicht, wenn da Lüge gefestigt wird und hingeschrieben wird. Wenn es für mich eindeutig klar ist. Ich meine, das können sie ja auf ihrem eigenen Kanal präsentieren. Ja. Ja, es ist jetzt hier der 4. Tag in Folge mit diesem Wetter. Morgen soll es dann schon bewölkter sein. Man sieht das da auch jetzt schon, dass das dann schon wolkenähnlicher wird. Da kann man das sehen. Alles gleichfarbig aus auf dem Handy. Naja. Also da sind ganz viele Streifen. Also jetzt sieht man es doch den ganzen Tag. Jetzt muss man nicht mehr warten, dass die so im Schub kommen, alle, was weiß ich, 40 Minuten oder so. Sondern jetzt sieht man sie eigentlich jederzeit, wenn man an den Himmel schaut. Und die Fäden sehe ich auch glitzern. Tja, so ist das jetzt. Was halt voll schön war, hier in dieser Fichte, die ist im Grundstück weiter unten, da waren halt 4 Eichelhähre drin. Ich konnte die erst nicht sehen, ich habe sie gehört. Und die haben gequatscht. Die haben richtig lange gequatscht miteinander und so echt, als würden sie wirklich ein Gespräch miteinander führen. Es war zwar schon so von der Lautstärke, dass man das hören konnte, aber jetzt nicht allzu weit. Und es war schon trotzdem irgendwie ein bisschen leise, wie sie miteinander gequatscht haben. Und die haben so ganz schöne Töne von sich gegeben. Die hört man so jetzt nicht, wenn die sich gegenseitig rufen oder anwerben oder so. Also vielleicht hat es auch ein bisschen was mit Werben zu tun gehabt. Also man hört das jetzt schon öfter, dass hier einige Tiere, Vögel und Tiere, Fuchs und Reh und so. Ne, bei den Rehen ist es durch, das sind die Füchse. Füchse und Vögel höre ich in letzter Zeit. In der Nacht höre ich den Fuchs, wie er nach einer Freundin ruft. Ja, also das ist schon auch schön zu bemerken, dass die jetzt alle paarungswillig sind. Das sind lustige Geräusche teilweise. Aber was die da so gequatscht haben, das klang eher wie so eine Beratung. Es war voll schön. Es waren so ganz verschiedene Töne, die so abgelassen haben. Und es klang ganz putzig und irgendwie, ich kann das nicht nachmachen. Ich habe es aber versucht zu merken, so vom Gehör her. War echt süß. Und dann sah ich halt, wie ein Eichelherr nach dem anderen dann da rausflog, darüber flog. Und die starteten im gleichen Zeitabstand so, ja, kam der erste, der zweite, der dritte, der vierte. Und ja, das war hübsch. Ja, dann nochmal noch kurz, also es ist jetzt, ich wollte das nochmal mit den Kommentaren sagen und
diesmal wirklich letztens habe ich gesagt, kurzes Video, weil ich dachte, es funktioniert sowieso wieder irgendwie nicht, weil es war irgendwie schon so Standard, dass immer irgendwas schief ging. Die letzten 3 Tage. Aber dann ist es ja doch länger geworden, also nichts mit kurz. Und diesmal soll es aber wirklich kurz sein, damit die, die jetzt vielleicht nicht gleich Zeit haben für ein längeres Video, einfach mal Bescheid wissen. Manche bekommen ja auch keine Benachrichtigung, wenn ich dann geantwortet habe. Manche müssen dann selbstständig immer nachgucken, habe ich mal geantwortet? Immer noch nicht. So, also jetzt aktuell im Moment, also ich habe mal sehen, jetzt kommen natürlich auch wieder neue. Ich war auch schon, vor einer Stunde war ich auch schon mal fertig. Also dachte, ich bin fertig. Lade das dann nochmal neu und sehe dann, ach nein, nochmal wieder 3, 4 neue. Also ganz fertig bin ich nie. Entschuldigung. Aber wenigstens hänge ich jetzt nicht mehr tagelang hinterher. Also danke fürs Warten und danke fürs Verständnis. Und manches war echt schade, tat mir wirklich dann auch leid, dass ich das jetzt erst lese und wusste, na, ihr wartet eigentlich, dass ich darauf reagiere. Man ist es ja eigentlich auch so von mir gewohnt, dass es nicht allzu lange dauert, aber es gibt immer mal auch Phasen, da dauert es dann doch mal plötzlich ein paar Tage. Ich hatte auch schon mal, die schlimmste Phase war mal so 1, 2 Wochen hing ich hinterher. Das war, glaube ich, im Dezember. No, aber das habe ich dann zu Silvester. Da habe ich ja nichts vor, da muss ich nur da sein und meine Tiere beruhigen und warten, dass es vorbei ist endlich, dass die Tiere sich dann auch mal wieder erholen können. Und in der Zeit habe ich dann das alles mal nachgeholt. Und eigentlich versuche ich immer dran zu bleiben. Ja, so, also Rosi habe ich erwähnt, dass da konnte ich nicht drauf reagieren. Wenn jetzt noch jemand ist, der auf eine Antwort wartet oder auf eine Reaktion, also wenigstens ein Herzchen, dass man weiß, ja, also das Herzchen stehen, kann für verschiedene Sachen stehen, ja, aber manchmal muss es nicht unbedingt eine Antwort sein. Und dann weiß man aber, ich habe es gelesen, wenn man ein Herzchen bekommt. Aber wie gesagt, es gibt noch andere Gründe, eins zu verteilen. Aber ich gebe sie schon auch großzügig und gerne. Ich sehe das nicht so schlimm. Boah, es ist alles voll hier, ne? Jetzt, also in allen Himmelsrichtungen. Eins, zwei, drei. Fett. Könnt ihr das irgendwie sehen? Ich weiß gar nicht, Moment. Der mittlere, ganz außen. Drei im Osten. Ja, und bei der Sonne da hinten die Bäume, das kann ich gar nicht alles sehen. Das ist vielleicht doch besser so. Und hier war gerade Aktion, das ist jetzt schon wieder am milchig werden. Ist noch ein frischer. Also, im Winter war er jetzt oftmals dauerbedeckt, dauergrau, viel Niederschlag, sehr viel Niederschlag. Also das war ganz gut. Viel Regen oder Schnee. Also bei uns ist alles richtig schön feucht, nass. Ist gut. Ein guter Start für den Frühling. Also, und bedenkt auch, ja, selbst wenn Angriffe stattfinden, findet natürlich auch Verteidigung statt. Und es gibt ja mehr als die feste Ebene und die Pflanzen, die haben auch nicht nur eine feste Ebene, die haben auch mehrere Dimensionen, wo sie Informationen erhalten und sie lernen auch und stellen sich darauf ein und wollen leben. Und sie sind stark, ja. Und ich finde es immer noch in Ordnung, Früchte von draußen zu essen, auch wenn diese Angriffe stattfinden, weil wir meistern es einfach. Man kann auch viel mit Gedankenkraft. Man kann schon so ein bisschen zaubern, dass es gute Nahrung ist. Man kann alles so bewusst machen. Man kann Obst mit Wasser magisch bewusst reinigen, laden und so weiter. Also man kann nicht nur Aragonite laden, sondern auch das Essen. Also mit der Gedankenkraft kann man sehr viel machen, mit dem magischen Wissen, mit der hermetischen Lehre kann man wirklich sehr viel erreichen, um sich zu schützen. In sehr vielen Bereichen ist das einsetzbar und wertvoll, ja, also es lohnt sich wirklich.
Und dann denke ich mir eben auch, was in der Natur überlebt und das meistert. Und ich esse dann die Früchte von dem meisterlichen Baum. Dann nehme ich auch das auf, was der Baum sich ausgeklügelt hat, um trotzdem zur Frucht zu kommen, trotz der Angriffe oder Umstände oder Schwierigkeiten. Ja. Die Natur findet eine Lösung und wir sollten auch natürlich sein und in dem Natürlichen die Lösung finden. Es ist möglich. Also ich sehe da eben immer noch eine Chance für uns in anderen technischen kalten Welten. Da ist das halt so, wie es programmiert ist und Punkt, da gibt es keine andere Möglichkeit. In der Natur, da ist man schon wandelbar. Und die Energien eben auch, ja, und das kann man für sich nutzen. Also, es ist noch nicht Hopfen und Malz verloren. Und dann wollte ich noch kurz sagen zu dem Video von gestern wegen dem Garten. Es ist natürlich, tut mir auch im Herz weh, wenn jemand das sieht und traurig ist, dass er nicht auch schon so einen Platz für sich gefunden hat. Vom Herzen her würde ich hier natürlich alle guten Menschen aufnehmen, ja, wenn es nach mir gehen würde. Der ganze Berg bietet Möglichkeiten, aber nicht nur diese. Also es gibt schon noch viele andere Gebiete. Ich bin hier jeden Berg abgeklappert. Es ist nicht auf jedem Berg die gleiche Bedingung. Es gibt auch noch Berge mit absolut intakten, ich sag jetzt mal einfach spießigen Gärten. Da fällt man sehr auf, wenn man da so ein bisschen anders was macht. Das ist dann eher so wie in der Großstadt einen Kleingarten zu haben mit wirklich furchtbar schrecklich unangenehmen Nachbarn. Es ist schon schwierig, da so sein Naturding zu machen. Für die sind ja viele Kräuter nur Unkraut. Naja, es ist nicht leicht. Ich weiß, ich habe dafür auch viele, viele Jahre gebraucht, um jetzt hier zu sein. Vielleicht rede ich ja darüber mal. Ich habe am Anfang das ein bisschen zurückgehalten, aber. Ey, Finja! Entschuldigung, aber. Finja! Lass das! Du kommst nicht ins Bett, wenn du dich in Kacke wälzt. Hat der Fuchs das hingemacht, oder was? Hat das der Fuchs hingemacht und da kommst du auf Ideen, dich da drin rumzuwälzen? Sag mal, du brauchst doch kein fremdes Parfüm. Das hast du doch nicht nötig, du Räuber. Alter Räuber. Wälzt die sich? Altes Viertel. Gar keine Kacke, das sind Blätter. Aber irgendwas ist hier vielleicht Pipi. Waren hier die Wildtiere? Habe ich auch noch mal so eine kleine Kiefer, die habe ich letztes Jahr im Beet gefunden, an einer unpassenden Stelle vor dem Schuppen. Habe ich sie hierher gepflanzt. Ich mag diese Kiefern. Noch ganz klein. Aber es wird schon. Na du Räuber, jetzt bin ich hier und pass auf. Ferkel. Bist du wieder getarnt, ne? Wie ein Tarnhund. Bist ein Tarnhund, ne? Ganz leise. Okay, also. Ich wollte halt noch kurz zum Schluss sagen, dass ich muss das hier mit absolutem Feingefühl machen, dass ich überhaupt hier sein kann. Am Anfang, das erste Jahr war es ja überhaupt schwierig, überhaupt einen Pachtvertrag zu bekommen. Es gibt halt dann auch viele Störungen vom Dunkeln. Das klingt für manche unglaubwürdig, aber ich weiß das für mich halt und ich weiß auch, dass es für Menschen, die ganz nah in meinem Umfeld leben, Freunde sind und wo die Verbindung von Herzen ist, also auch in der Freundschaft. Sonst ist es für mich auch gar keine richtige. Ich kann das nicht ohne Herz. Aber es gibt selten echte Menschen und wo es wirklich funktioniert und wo der Charakter so veredelt ist, dass man mit Leichtigkeit miteinander klarkommt, egal wie verschieden man so drauf ist und was man so machen will. Ich kann gut eigentlich mit Menschen, aber ich kann nicht mehr mit jedem. Das ist das eine. Da muss ich sehr aufpassen. Zum anderen werden Menschen, die also in meiner Nähe sind, angegriffen. Massiv.
Verschiedenst, je nach Typ, je nachdem, wie es möglich ist bei dem oder dem. Ich kann das jedenfalls seit Jahren beobachten und man muss schon sehr stark sein, in meiner Nähe zu leben, weil, ja, das wird immer versucht, also das versucht man zu stören. Und wenn jemand leicht programmierbar zum Beispiel ist, dann ist das halt schade, dann kann das halt nie gut funktionieren, weil derjenige wird sich verändern zum Negativen hin oder so. Also man braucht einen starken Charakter, man braucht ein bisschen das Wissen über die Dinge, was so läuft. Wenn man das für Blödsinn hält, da ist man dann nicht gut gewappnet. Also, ich habe da so auch meine verschiedensten Erfahrungen, die natürlich mit reinspielen, was mich sehr wählerisch sein lässt. Wie gesagt, vom Herzen her, ich weiß, dass ihr viele gute Menschen seid und ich gönne es euch allen. Ich gönne es jeden einzelnen von euch. Und ich kenne die Sehnsucht und ich kenne den Kampf und ich kenne den schwierigen Weg. Absolut. Also eigentlich hat es bei mir mit 19 bewusst schon angefangen und jetzt bin ich 42. Es war ein harter Weg und ein harter Kampf, am Ende dann doch so etwas hier zu erreichen. Ja, für mich ist das sehr viel, selbst wenn ich irgendwelchen Müll mit erbe, mit übernehme sozusagen, ist das für mich schon sehr viel. Für andere, gut, manche haben Geld und können sich was kaufen. Es ist halt verschieden, je nachdem, wie man in der Lage war, sich dem Sklavensystem hinzugeben oder darin seinen Frieden zu finden. Für manche ist das möglich und die können, da haben dann andere Mittel, ne? Aber wenn man sich halt nicht verkaufen will, hohe Prinzipien hat, so nach Herz und Moral, ja, wenn man sich nicht beugen lassen kann, dann kommt man natürlich auch jetzt nicht unbedingt so zu Geld, weil dafür muss man sich auch beugen. Ich beuge mich auch ab und zu mal, aber ich verbeuge mich vor jemandem, der ehrenwert ist. Also nicht, es gibt von allen immer zwei Seiten. Ja, es gibt auch eine falsche Verehrung. Das ist gar nicht gut. Mag ich auch gar nicht. Aber es gibt auch natürlich eine wahrhaftige Ehre. Und ich kann mich auch vor jemandem verbeugen. Aber derjenige würde es nicht erwarten und es wäre ihm wahrscheinlich dann unangenehm. Und man macht es dann einfach aus Freude. Und weil man es mitteilen möchte oder zeigen möchte, dass man jemanden echt in Ordnung findet und ihn schätzt und seinen wahren Wert kennt. Ja, also ich bin schon auch mit mir selbst sehr kritisch, nicht nur mit anderen. Ich stelle den hohen Anspruch auch an mich selbst. Und da kommen eben dann auch manche Sachen nicht für mich in Frage. Ja, ich hatte auch schon eine Lehre, wenn ich die zu Ende gebracht hätte, Biologielaborantin, hätte ich im Max-Planck anfangen können, um Gottes Willen. Ja, Gott. Also, da sage ich nein. Zu manchen Sachen sage ich einfach nein, aus Prinzip, weil ich mich reinhalte. Und indem ich mich reinhalte, bekomme ich aber andere Hilfe. Natürliche, liebevolle Hilfe, die es gut mit mir meint. Ich habe auch Schutz. Also so schwierig wie es ist, gegen die Teufelchen zu kämpfen, so wunderschön ist es auch, die liebliche Hilfe zu bekommen. Auf verschiedene Weise. Und natürlich nur, wenn man sie braucht. Meistens kommt es auf einen selbst drauf an, was man schafft. Aber es kommt eben dabei drauf an, dass man sich treu bleibt, ja. Manche haben diesen Anspruch sehr hoch, ich habe ihn extrem hoch und damit mache ich mir das Leben natürlich nicht gerade leicht. Aber ich kann nicht anders und ich will auch nicht anders. Auf jeden Fall ist es hier jetzt nicht ganz so leicht, dass ich jetzt sagen kann, ach, kommt alle her. Ja, ist bestimmt auch verständlich. Es ist halt eben auch so, dass der Verpächter, wie gesagt, nicht so Interesse darin hat. Da ganz, ganz oben gibt es halt noch welche, die sind aber seit Urzeiten hier. Und dann bin ich hier in der Mitte und dann gibt es halt da unten noch so einen Kandidaten, der auch nicht gerade ein Vertrauter sein kann.
Liegt aber an ihm selbst. Und ja, ich komme hier trotzdem gut klar. Ich boxe mich hier eben durch. Von da unten, von diesen Typen her, sollte ich halt eben so vertrieben werden. Das war so den ihr Beuteberg. Menschen auf Kristall verkaufen halt eben gerne alles Mögliche oder machen, sind halt immer am Rumruppen, wie sie es nennen. Sind auf Ruppe. Ruppen rum. Und plündern und sammeln wie die Verrückten und vor allen Dingen Kupfer und so alles Mögliche, auch Schrott kann man, also alles, was irgendwie Geld macht. Von mir aus können Sie gern viel Müll mitnehmen. Ich kann es Ihnen gerne an den Rand stellen, können Sie gern mitnehmen. Also, ne, Sperrmüll werden Sie nicht freiwillig runterschleppen, aber so manches Metall. Es ist einfach gut, wenn die dann wissen, dieses Gebiet ist beschlagnahmt, verschwindet. Ich habe hier eben mein Gebiet, wo ich jetzt wirke. Und wir können ja woanders plündern gehen. Und das läuft auch ganz gut. Also wenn man dann hier anzeigt, dass man da ist, die kommen zwar gucken und so und wo eben noch, also die Gärten, die noch wild sind und die Zäune sind kaputt und so, naja, da kann jeder rumstöbern. Was soll's? Ach, da hole ich mir auch manchmal irgendwas, was ich gebrauchen kann. Ich habe gutes Feuerholz gefunden und einen Schrubber. Und so, ja, also da kann man halt gucken oder man findet noch einen gebrauchbaren alten Zinkeimer und solche Schätze, ne? Also, ich habe ja da auch gar nichts dagegen. Aber wenn man dann einmal hier zeigt, also das ist jetzt hier mein Gebiet und hier wirklich, dann wird man eigentlich schon auch ganz gut in Ruhe gelassen, es sei denn, man würde sich irgendwie zu sehr mit denen anlegen. Aber die wissen ja auch, na, ich bin jetzt hier kein Reicher irgendwas und mache jetzt hier einen auf dicke Hose. Nee, ich arbeite mir auch meine Sachen mühsam zusammen und also ich gebe denen keinen Grund, mich nicht zu akzeptieren. Ja? Also es bleibt denen am Ende nichts anderes übrig, als zu akzeptieren, dass es hier ein Stückchen eben auch ein Gebiet wird, wo ich wirken möchte und werde und wirke. So. Naja, und mehr wird halt hier nie verpachtet, also das meiste steht leer. Es gibt weiter hinten, das ist dann ein anderes Gebiet, das gehört dann nicht mehr dem gleichen Verpächter. Gibt es auch Gärten, die sind teilweise auch richtig groß, 2 bis 5.000 Quadratmeter, und die sind zu verkaufen für ein paar tausend Euro, vielleicht 2 bis 3 oder 2 bis 8. Wenn es schon der Stadt gehört, wird es teurer. Dann zahlt man die ganzen Steuern und den ganzen Mist. Findet man aber jemanden, der es abgeben will, ist auch nicht immer so leicht, weil das Kauze sind. Und aber wenn man die irgendwie da rankommt, dann kriegt man das vielleicht auch für 2.000, 3.000. Ja, kriegt man einfach. Natürlich so, wie es ist. Und man hat dann viel zu tun. Aber, ne, also es gibt eben verschiedenste Möglichkeiten. Es gibt hier auch einen Haufen leere Häuser. Leerstehende alte Häuser. Die natürlich renovierungsbedürftig sind, aber die man eben für nicht ganz so viel Geld bekommt. Es ist halt, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, je nach Mittel. Meine Mittel sind nicht allzu groß, vom finanziellen her. Ich habe dafür viel anderes. Viel, was ich weiß und kann und was ich hier anwenden kann. Ich arbeite ja nie zum ersten Mal mit der Natur. Es ist ja meine Kindheit schon so gewesen. Und da hatten wir auch kein Herd mit Strom oder sowas. Oder Gas. Nicht immer das. Wir hatten auch nur Feuerofen. Feuerherd. Und so und Außenklo. Ja, also, naja. Ich bin das gewohnt, deswegen kann ich vieles. Ich kenne die Natur. Ich habe schon als Kind gelernt, wie man, also welche Pilze man essen kann. Also ich lerne immer noch welche dazu natürlich. Ja, aber da ist schon einiges da und ich habe mit 19 schon angefangen, mich für Kräuter zu interessieren, für Heilwissen und so. Und das kommt mir natürlich jetzt, hier kommt jetzt viel mir zugute. Also ich denke auch manchmal jetzt so ein bisschen darüber nach, ob es manchmal echt dieser lange Weg ist. Ich meine, man muss ja mit 30 nicht schon alles erreicht haben, wie es in der Gesellschaft so gesagt wird. Ja, da musst du halt dann hier dein Studium haben und schon Arbeitslebenerfahrung und du musst es halt voll drauf haben und einen Mann musst du haben und Kinder. Sonst bist du der Loser. Ne, wenn du mit 30 nicht schon, sowas wird ja geprägt und das ist totaler Blödsinn, weil man reift ja und es entwickelt sich und man lernt Schritt für Schritt und manchmal erreicht man so eine Mitte oder so einen Punkt, den man
erst angestrebt hat, eben erst mit 50 oder so. Das ist auch ein bisschen die Reife und das ist eine Ansammlung von Erfahrung und was man so gelernt hat. Und ja, auch der Charakter entwickelt sich und so. Also man muss mit 30 noch lange nicht am Ziel sein. Das ist Quatsch. Man kann auch 120 werden. Und mit 50 erst zu dem Punkt kommen, wo man hin wollte die ganze Zeit. Und die Gesellschaft und dieses System macht es mir auch verdammt schwer. Verdammt schwer. Freiheit zu finden, Freiheit zu erreichen. Und ein bisschen was, wo man sein kann. Wo man ein bisschen das machen kann, was man möchte. Wo man seine Ruhe findet und seine Erfüllung finden kann. Das ist ja auch für jeden was anderes, was ihn erfüllt, aber es ist echt schwer, seinen eigenen Eingebungen nachgehen zu können. Da wäre ich natürlich schon längst an so einem Ort angekommen, viel früher. Ich hatte ja auch früher Gärten, aber es waren eben Kleingärten in der Großstadt und sowas und schwierig. Naja, so, also wenn ich hier Schritt für Schritt einen Garten nach dem anderen dazu bekomme und der sieht, ich mache das hier alleine, weil der hat ja wirklich angedeutet, dass er ein Problem damit hat, wenn jetzt hier noch jemand anderes hausen würde. Also wenn ich jetzt jemanden da drüben in der Laube leben lassen würde, einfach so, dann würde das im Moment noch gepetzt werden. Und der scheint damit nicht ganz so einverstanden zu sein, weil er ja auch Erfahrung gemacht hat, dass hier einige Buden, einige Lauben als Überwinterung für Junkies benutzt wurden. Das sieht danach dann dementsprechend aus. Es ist danach alles stinkig und am Gammeln und Mäusenester und Müll und Scheiß halt. Ne? Also, das möchte der natürlich nicht und wie Sebnitz halt hier eben ist, man vermutet dann schnell, ja, wenn du hier jemanden, wer ist denn dran interessiert, hier draußen zu Hause im Winter? Es kann ja nur ein Junkie sein. Also, das ist hier in Sebnitz halt so normal, ja. Und deswegen ist da so ein Beigeschmack immer. Na, wen haben Sie denn da hausen und was ist denn das für ein Typ und so? Und da denkt man gleich irgendwie was, das Schlechteste wahrscheinlich. Deswegen im Moment muss ich da erstmal schön aufpassen, dass es alles ruhig ist und dass er keinen Grund hat, irgendwas zu meckern, weil er kann auch jederzeit den Vertrag wieder aufheben. Und ich brauche hier erstmal mehr Sicherheit, dass ich akzeptiert bin. Das hat sich ja jetzt verbessert, indem ich den dritten Garten bekomme. Und das soll noch eine Weile ruhig bleiben, ja? Also, dass ich wirklich hier ziemlich alleine bin. Klar, ich könnte gut Hilfe gebrauchen, aber es ist besser, ich bin hier noch so ein bisschen unsichtbar und unauffällig, leise, kaum bemerkbar, außer dass man sieht, oh, die hat wieder was gemacht und es geht voran. Ja? Und wenn ich so weitermache, dann kriege ich auch noch mehr Gärten. Und irgendwann kann man ja dann mal, irgendwann kommt der Zeitpunkt, da könnte man dann vielleicht ankommen und sagen, na, ich kenne hier ein paar gute Menschen, die wollen auch ein bisschen alternativ leben und ein bisschen Gartenarbeit machen oder halt eben ein Wochenendhäuschen haben sozusagen, wo sie, also man muss ja nie alles sagen, aber halt so, ja, dass man erstmal dann so ganz langsam damit rankommt, dass man sagt, ja, was halten Sie davon, wenn ich hier einfach ein bisschen Unterstützung zulasse und noch mehr Menschen hier mit rumwerkeln? Einfach, dass er Bescheid weiß, wenn Sie hier noch zwei, drei andere sehen oder auch fünf, wie auch immer, ja, die gehören zu mir und die sind in Ordnung und es sind keine Junkies, die hier einfach nur rumhausen und alles vermüllen. Ja, also die müssen erstmal so ein bisschen kennenlernen, was für denn Verkauze sind, die da aus der Ferne hierher gezogen sind und. Also ich bin ja aus der Oberlausitz eigentlich, aber ich komme ja letztendlich dann doch von der Großstadt, wo ich zuletzt war. Und das ist für die dann immer so, ah, jemand aus der Großstadt. Naja. Die ganzen programmierten Sachen im Kopf, ne? So viele Vorurteile und Sätze, die immer gleich mit in den Kopf kommen, wenn man irgendeine Situation hat. Und deswegen Schritt für Schritt, ganz vorsichtig und so. Zum anderen kommen vielleicht auch Zeiten, da juckt das keine Sau mehr. Und der ist am Ende froh, wenn er hier welche hat, die auch irgendwas haben. Früchte, Ziegenmilch oder Eier oder so, ja. Da kann man ins Geschäft kommen, da kann man handeln und man darf hier bleiben, ja. Also man muss halt immer so ein bisschen gucken, wenn jemand noch so, sagen wir mal, die Macht über einen hat mit seinem Besitz, was ja auch nie wirklich sein Besitz ist, ja, weil wir haben ja eine Firma.
Und auch wenn wir ein Grundstück kaufen, es gehört uns nicht wirklich. Wenn denen das wirklich gehört, also die uns besetzen, wenn die sagen, das brauchen wir jetzt, das Grundstück hier, dann hast du Pech gehabt. Also das wird auch immer mehr in nächster Zeit dann wahrscheinlich klar werden. Es wird nicht jeden betreffen, weil nicht jedes Gebiet für etwas interessant ist. Ne? Aber eigentlich haben wir ja gar keinen Besitz. So im Wirklichen. Also für eine halbe Million ein Haus kaufen muss nie unbedingt die klügste Lösung sein. Für eine Zeit lang, ja. Und dann irgendwann so ein attraktives Grundstück wird eben auch schnell mal weggenommen. Solche Zeiten könnten kommen, wenn man ein bisschen was darüber weiß. Ne? Also es sind nicht meine Pläne. Ich sage nicht, dass es unbedingt so kommt, aber es entwickelt sich halt so. Und außerdem sind vieles auch einfach solche Tatsachen. So, und wenn das jetzt ja aber hier so ein Gebiet ist, was keiner weiter kennt, weil wo sich keiner für interessiert und was also als Ödland oder als Müllland sogar betrachtet wird, ja, verlassene Gärten mit viel Müll, wer braucht das schon viel Arbeit? Und ja, also wenn, solange das unsichtbar bleibt, so ein bisschen, dass man hier so mittendrin plötzlich doch eine Oase hat, dann, naja, dann kommt man vielleicht so durch manche Zeiten noch, weil man einfach nicht so im Blickwinkel ist. Versteht ihr das? Bestimmt. Ja. Naja, und aber das muss man alles mit Feingefühl so machen, dass man auch wirklich nie umsonst hier irgendwas aufbaut und dann einfach rausgeschmissen wird. Das ist hier nicht ganz so einfach. Aber es entwickelt sich gut. Und es kommt schon noch. Aber im Moment könnte ich jetzt nie einfach so jemanden, den ich noch gar nicht kenne, eine Zusage geben oder einfach einladen. Also ich darf ja wohl mal hier Besuch haben. Das ist jetzt noch was anderes, ja, aber. Ihr wisst schon. So, und ich habe natürlich auch ein paar Freunde, die ich lebendig echt kenne. Also nicht nur übers Internet. Ja, und also ich habe ja auch eine Tochter, die ist momentan ein Stadtmensch. Im Moment, sie ist ja auch jung und naja, man lebt halt jetzt so ihr Leben und ist ein Stückchen weg und interessiert sich im Moment für sowas nicht. Trotzdem, wenn mal irgendwas passieren würde oder so, ist klar, dass ich bestimmte Menschen hier sofort aufnehmen würde, ja? Menschen, die ich kenne und die ich liebe oder die ich schätze und die ich mag. Und das könnten schon so bis zu 8, 9 Leute dann sein, die ich jetzt schon kenne. Aber es muss nicht unbedingt sein, dass jeder von denen wirklich dann hierher kommen wollte oder würde. Und außerdem, also 8, 9 Leute ist für 6 Gärten schon viel. Nur bis jetzt ist es noch nicht, ist nicht spruchreif und im Moment ist die Tatsache, dass ich hier alleine bin. Es ist zwar so manches vielleicht so am sich entwickeln oder theoretisch steht das, aber die Praxis ist doch noch ein bisschen anders. Es ist halt, jeder muss eben auch gucken. Ich habe hier auch eine Wohnung als Grund. Adresse, ne? Also ich habe einen festen Wohnsitz angemeldet und sowas. Ich bin in Wohnhaft. Und das ist halt, erleichtert es halt schon, wenn man das noch irgendwie hinbekommt, dass man das ordnungsgemäß hat, dann wird man eben in Ruhe gelassen, dann ist man auch nie verdächtig oder so. Ja, also es muss halt jeder dann so ein bisschen für sich rausfinden. Aber wie gesagt, es wird auch Zeiten geben noch, wo manches immer mehr untergeht und wo sowieso noch mehr auf der Straße landen werden und dann sucht man sich eben sein Plätzchen und es wird auch irgendwann häufiger so sein, dass welche umherziehen und ein Örtchen suchen, wo sie bleiben können. Und wie gesagt, es steht eigentlich dafür offen in der Zukunft, aber ich muss schön aufpassen erstmal, dass das behütet ist und überhaupt sich vergrößern kann. Ja, und dann kriegt auch nie, wenn man so ein großes Gebiet dann hat, 6 Gärten, oder ich glaube, es sind vielleicht sogar 7, habe ich gestern nochmal geguckt, die hier zusammengehören. Wenn man so viel Zusammenhängendes hat, dann kriegt es doch keiner mit, ob jetzt jemand hier nochmal kurz zum Helfen da ist oder aber auch hier so ein bisschen haust und lebt. Das, ne, also das, es kann sich entwickeln, aber ich muss da ganz vorsichtig sein und abwarten und Stück für Stück, ja. Ruhig, ich muss den Ball flach halten, ich muss das erst ruhig halten erstmal.
Weil ich das ja schon so ein bisschen kennengelernt habe, wie die hier so drauf sind, wie der Verpächter so drauf ist. Und ne, und dann muss ich halt erstmal gucken. Aber es entwickelt sich wirklich in die Richtung. Also das kommt schon noch. Am Ende kommt das schon noch. So wie es gedacht ist. Und es soll ja für Menschen, die genauso wie ich lange auf der Suche waren, warum soll ich dann ihr auch helfen können? Also das soll nie nur für mich alleine sein, das ist klar. Und was in der Zukunft mal so alles kommt, ich will ja auch nie ganz alleine überleben. Also es wäre schon schön, wenn ein paar gute Menschen ganz in der Nähe sind. Das ist doch schön. Das ist doch eigentlich ein Traum. Und ich denke, das kommt schon genauso, wie es gut und richtig ist. Aber im Detail, tja, werden wir sehen. So, jetzt habe ich doch ein bisschen länger wieder erzählt, oder? Was haben wir? 35 Minuten. Siehst du, es ist schlimm mit mir. Ich schon kurz. Naja. So, aber da höre ich jetzt trotzdem auf. Weil ich habe ja heute noch einiges zu tun. Und ich wollte eigentlich gar nicht so lange. Bum, bum am Himmel. Ständig dröhnt es rum. Heute Vormittag habe ich mehr die Vögel gehört. Das war wirklich schön. Ob ich euch das noch schnell zeige? Das könnte ich noch machen. Ja, du hast dich wieder in die Sonne gelegt, hm? Ich habe so ein kleines Vogelhäuschen gebaut, also ganz auf die Schnelle. Das war so ein hohler Baumstamm, davon ein Drittel von dem Stamm, was ich mir aus dem Wald geholt hatte, habe ich euch ja schon mal gezeigt. Ein Drittel hatte ich schon mal abgesägt, da war so ein Fünf-Stern dann da drin, weil der eben hohl war bei dem Video Sieg und Leben. Und das sind die anderen zwei Drittel, das Stück hier. Und wie gesagt, hohl. Ja, und ich habe bei Waldfuchs so ein Video gesehen, wie die mit Maschinen und so und mit Lochbohrer und allem eben so einen Stamm ausgehöhlt haben, um daraus so ein ähnliches Vogelhäuschen zu machen, nur eben so ganz professionell mit vielen verschiedenen Maschinen und, und so, ja, was, also so ganz ordentlich. Und ich habe es halt einfach auf die Schnelle gemacht. Ich habe, also, es ist halt, also, danke für die Idee, ne, Waldfuchs. Aber ich habe es halt eben, wie gesagt, schnell gemacht. Also, ich habe einfach eine Seite von dem runden Stamm freigehackt mit der Axt. Ein Beil einfach so ein bisschen rausgeschlagen. Ja, innen drinne liegen also jetzt ganz viele Körner. Ist halt so eine Kuhle, ne, so rund. Und da kann man schön die Körner rein streuen. Und die haben eine große Landefläche. Es ist ein bisschen breiter. Da ist so eine Stelle ausgewählt, wo die einen guten Anflug haben und dann so ein bisschen reinhüpfen können. An der Seite, damit es nicht so nass wird oder so. Und es funktioniert bis jetzt gut. Aber wir hatten jetzt auch noch nie wirklich Niederschlag, bisschen Sturm. Ich habe hier aber sehr, sehr alte Turnschuhe, Schnürsenkel gefunden. Die sind absolut reißfest. Und da hängt das dran am Baum mit zwei Haken. Und an der Seite eben die so kleinen Fichtenzweige als Windschutz. Und falls es regnen würde, würde es jetzt auch eher nicht reinregnen, weil es hängt ja auch so, dass hinter dem Teil Westen ist. Ja, da können Sie also von hier anfliegen, gehen auch gern auf die Leiter, setzen sich dort ab oder erstmal oben so ein bisschen anfliegen oder hier hinten vorsichtig anfliegen und dann kommen Sie halt hierher auf die Leiter oder auf den Stamm oder direkt reingeflogen. Ich könnte es vielleicht noch ein bisschen verbessern und noch eine kleine Stange davor noch dran machen. Ist vielleicht doch besser, dass sie sehen, wo sie landen können, gut so. Wenn es halt Vögel sind, die nicht auf dem Boden rumhüpfen können, weil sie eben immer Äste brauchen zum Festkrallen. Ne? Manche können ja auf einem geraden Boden stehen, da fallen die um. Brauchen dann sowas zum Umklammern mit ihren Krallen. Ja, und das wird ganz gut besucht, immer mal so, auch in Schüben. Die Meisen, viele verschiedene Meisen, aber auch Finken und ein Rotkehlchen. Aber das Rotkehlchen, das frisst lieber hinten beim Misthaufen. Da habe ich das in so eine Hecke reingestellt, so ein Schälchen, in die Fichtenhecke. Da ist es auch geschützt und das Rotkehlchen ist ja gern bodennah. Und da hüpft das eben da rein. Und frisst halt dort. Aber dort muss das Rotkehlchen das mit einer Maus teilen.
Ich habe gerade das Flattern gesehen, vielleicht ist es gerade da. Ja, das ist es. Aber das seht ihr jetzt nicht, es ist zu klein. Und wenn ich zu nahe komme, also so einen Meter, dann fliegt es dann doch weg. Aber die werden immer zutraulicher, das ist schön. Na, du? Naja, da hüpft es rum. Ja, also es muss halt sein Futter dann mit einer Maus teilen. Da ist im Misthaufen wahrscheinlich mindestens eine Maus. Das war ja alles immer jetzt noch zugeschneit gewesen. Und die war aber anscheinend doch aktiv und hat sich immer mal Vogelfutter geklaut. Ich habe manchmal auch einfach so Reste, was ich so noch habe. Einfach Sonnenblumenkerne, die ich jetzt auch selbst esse. Und Rosinen. Ich weiß nicht genau, wer sie gefressen hat, aber irgendjemand stand total auf Rosinen. Und ja, auch ein bisschen Buchweizen, Haferflocken. Also ich habe halt einfach mal ausprobiert und es wurde gefressen. Wer auch immer alles das gefressen hat. Es sind auch Amseln gekommen, vielleicht haben die auch die Rosinen gern gefressen. Ja, das macht schon Spaß, wenn die sich so freuen. Zwitschern dann auch extra noch sowas wie Danke. Naja, doch schon, die freuen sich. Ich freue mich über ihren Gesang und ihr Gequatsche und ihre Flugkünste. Ja, und die Falken habe ich halt früher auch endlich wieder gehört. Die habe ich nämlich schon echt vermisst, aber jetzt sind sie da und zeigen sich. Die Milane auch. Noch nicht so häufig. Ich hoffe, es werden noch ein paar mehr. Wieder. Ja, aber die Eichelhähre, die sind hier schön fett durch den Winter gekommen. Und sind schon am Paaren. Und am Pläne schmieden. Gut, jetzt höre ich auf zu quatschen. Ist wieder zu lang. Ich wollte ein kurzes machen, damit die Leute, die nicht so viel Zeit haben, einfach mal kurz Bescheid wissen. Gerade die, die noch auf einen Kommentar gewartet haben. Entschuldigung. Ja, also dann, ich wünsche euch einfach eine schöne Woche dann. Wir haben ja jetzt noch Sonntag. Habt eine schöne neue Woche. Passt gut auf euch auf. Bleibt schön in eurer guten Energie. Versucht sie immer wieder zu erreichen. Ihr müsst nicht immer super rosa toll drauf sein, aber seid ihr selbst, seid ihr selbst. Und erkennt immer mehr Programme und lasst euch keinen Funken Energie mehr rauben. Nutzt es für das Gute und für euch selbst. Das ist der Weg. Also dann, macht's gut, ja? Ich hätte beinahe gesagt, schöne Frühlingsgrüße, aber nein, nein. Wir haben ja erst Mitte Februar. Aber es ist schön. Und wir müssen auch aufpassen, dass es nicht zu warm wird, weil ich sehe schon viele Knospen. Und nicht, dass die zu früh aufgehen und dann kommt wieder der Frost und das war's dann. Hoffen wir auf ein schönes, gutes Früchtejahr und auf ein gutes Blütejahr natürlich vorneweg. Zur rechten Zeit, nicht zu früh. Jo, macht's gut, ja? Tschüss.